Dann darf ich euch alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Und ich hoffe, ihr seid soweit gut in den Handelstag gestartet. Ja, wie gewohnt, der wichtige Hinweis. Heute um 14.15 Uhr werden wir dann unter heavytraders.live nochmal ausführlich auf die wichtigen Details eingehen. Heute gibt es zwei spannende Themen. Das ist zum einen die Tesla-Aktie, die wir etwas genauer für euch recherchiert haben, aber auch wir selbst hier in unserem Trading Floor, das heute zumindest mal ein Thema war, die Tesla-Aktie etwas genauer zu untersuchen, ob sie ein Long- oder ein Short-Kandidat wird, sprich, ob die Aktie etwas korrigiert oder tendenziell doch nochmal die Richtung der alten Rekordhöchststände ansteuert und vor allem aber auch unser heiß beliebter DAX, den wir ebenfalls aus charttechnischer Sicht etwas genauer für euch untersuchen wollen. Also nochmal ganz wichtig, die Registrierung ist kostenfrei unter heavytraders.live. Schaltet auf jeden Fall mit rein, weil da werden wir nochmal auch die gesamte Woche Revue passieren lassen. Lasst uns am besten hier direkt mal einen Blick auf den Chart werfen. Hierzu habe ich mir den DAX nochmal mitgebracht für euch. Wir haben gestern schon mal näher darauf ein paar einzelne charttechnische Marken besprochen. Es ging also um drei Marken. Einmal um die 10.850, dann ging es um die 10.550 und last but not least auf der Unterseite die Marke knapp bei 10.350. Was ist also heute im heutigen Tag soweit passiert? Zum einen hatten wir auch hier schon bei uns, also für unsere Zuschauer mit unserer Schlussglocke um 17.15 Uhr schon mal thematisiert, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir da nochmal die Ziele Richtung 10.850 ansteuern. Siehe da, heute Morgen sind wir sogar drüber hinausgelaufen mit einer stärkeren Kurslücke und sind im Bewegungshoch an der Marke knapp bei 10.900 Punkte rangelaufen. Aktuell sind wir jetzt exakt so um dieser Marke bei 10.850. Es bleibt also entscheidend mit den Arbeitsmarktdaten, die heute noch rauskommen werden, ob wir da eventuell hohe Volatilität sehen oder ob es eventuell zu stärkeren Käufen kommt, wenn die Zahlen doch wieder deutlich stärker ausfallen werden. Bedingt dessen, weil die Hoffnung dann umso stärker wächst, dass noch mehr Kapital in die Märkte gepumpt wird, dass die Notenbank möglicherweise noch mehr auch den Markt mit Geld fluten und damit, je schlechter die Zahlen, desto besser ist die marktwirtschaftliche bzw. die Börsenentwicklung, nicht die marktwirtschaftliche Entwicklung, aber zumindest was die einzelnen Börsekurse betreffen. Die Börse möchte einfach die Zukunft einpreisen. Hier ist wahrscheinlich auch nicht nur der Blick in den nächsten 6 Monaten, sondern möglicherweise auch der Blick nach Corona und so weiter. Also, das sind so die wichtigen Marken. Blicken wir kurz auf die Tesla-Aktie. Also, da gab es ja auch ein paar spannende Nachrichten, die uns so jetzt in den letzten Tagen bezüglich Tesla auch erreicht haben. Zum einen der Tweet von Elon Musk selbst, der auf seinen Twitter-Account selbst getwittert hatte, dass der Aktienkurs, nachdem die Zahlen rausgekommen sind, deutlich zu hoch ist. Das war also hier knapp bei der Marke um fast 900 Dollar. Daraufhin verlor die Aktie auch relativ schnell nochmal knapp 12%. Wir sind da jetzt zwischenzeitlich dann bis 707 Dollar zurückgelaufen und in den letzten Handelstagen bewegen wir uns jetzt wieder an einer wichtigen charttechnischen markanten Marke knapp bei 774 Dollar. Jetzt bleibt es natürlich abzuwarten. Also man muss an dieser Stelle ganz klar und auch ehrlich sagen, wir sind uns da noch nicht so wirklich schlüssig, ob wir auf diesem Niveau bei 780 Dollar ein Zertifikat rauswählen werden, ob wir dann auf die Short-Seite gehen, beziehungsweise ob wir dann warten, bis die Aktie korrigiert hat, eventuell bei 707 Dollar eine Long-Position aufzubauen. Das werden wir, wie gesagt, in unserer Börsensendung um 14.15 Uhr unter heavytraders.live nochmal ausführlich besprechen. Bis dahin werden wir vielleicht nochmal unsere Köpfe hier zusammentun, um da auf ein Gesamtergebnis zu kommen. So viel erstmal aus der charttechnischen Sicht. So, jetzt habe ich erstmal ein Zertifikat mitgebracht unter Vorbehalt. Für diejenigen, die es eventuell sagen, ja, das ist für mich eher so ein Long-Angelegenheit und möchte ich mit einem Zertifikat auf der Long-Seite handeln. Das wird hier mal kurz eingeblendet. Davon wollen wir jetzt erstmal nicht handeln, sondern wir denke schon, dass wir zu 80% die Short-Seite favorisieren werden. Aber dennoch erstmal das Wertpapier, was wir mitgebracht haben, das ist die WKN, Viktor Paula 1, Ludwig Cäsar Gustav. Und hier liegt der Geld- und Briefkurs knapp bei 3,37 Euro auf 3,39 Euro. Warum sind wir eher Short eingestellt und haben jetzt ein Long-Zertifikat? Weil der Gedanke natürlich auch mit vorhanden ist, eventuell zu sagen, okay, wenn die Tesla-Aktie doch nochmal korrigieren sollte, würden wir das mit einem Limit-Kauf tätigen. Aber die Frage stellt sich auch, wenn wir
wirklich korrigieren sollten, eventuell mit einem Zertifikat Put an die Sache ranzugehen. Deswegen schaltet auf jeden Fall rein. Es bleibt auf jeden Fall ein heiß diskutiertes Thema hier bei uns im Trading Floor. Und umso spannender wird es dann, wenn wir euch dann ebenfalls begrüßen dürfen und ihr live bei der kontroversen Diskussion mit dabei seid. Also, schaltet ein, 14.15 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.